Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist der Dienstag, 28. 5. Oktober. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. 15.100 haben wir aktuell jetzt den dichtesten Trade dran. Hier nochmal der Risikohinweis: dicht beim Daily Pivot und Big Number. Gefahr einer Aufschaukelung. Immer da noch speziell vorhanden. Wir haben 70 Pips Punkte heute Morgen schon an Bewegung. Also 15.107 zu 15.092 die erste Falle. Und wir blicken in die Vergangenheit, nämlich auf den gestrigen Tag. Waren gestern noch Vola-Boxen, Blue-Boxen, 21er hier, 36er. Ja, gestern war ja große Vola. Hier 28er, das war eine gute, die ausgebrochen ist. Das Gap haben wir immer noch offen von gestern. Der Hinweis. Und dann gehen wir in die grünen Boxen, die Vola-Boxen. Auch hier ein Blick in die Vergangenheit. Hier haben wir gestern die Trades gemacht. Einmal hier die Vola-Box. Also gute Trades gestern gewesen und am Nachmittag waren dann ein, zwei hier, wenn man da reingekommen ist und unten nochmal gegen den Nachmittagsstunden. Wo kommt die Vola-Box heute rein? Die Vola-Box kommt rein bei 15.028 aktuell, das heißt, wir sind da weit entfernt. Das könnte dann für uns auch ein Hedge-Auflösungstrade werden. Das bedeutet, an diesem Dienstag dann geben wir hier wieder die 20 Euro ein. Okay, und wie jeden Morgen gehen wir jetzt einmal in die Großwetterlage rein und fangen an heute wieder mit Ethereum. Ja, 3.385 aktuell, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30, mal ein bisschen anders machen, 30 auch Long, 15 Short und 5 Long, also hier die Richtung klar, dass wir dort Long sind. Bitcoin als nächsten steht wieder kurz vor der 50.000er Marke. Also Bitcoin Long auf Daily Basis 49.418. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Klare Richtung für die Kryptos. Nächster Markt hier. Dow Jones, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short und 30 Short, 15 Short, 5 Minuten auch Short. Auch hier die Richtung erstmal klar. S&P 500, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten Short. Auch hier denke ich mir, alles erstmal Richtung Süden. Technologiebörse Nasdaq, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten Short. Auch hier Übergewichtung für Short. Kommen wir zu J.R. Ewing. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Gold, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Letzter Markt zur Vorbereitung ist The DAX. Gehen auf Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long.
So, 8:34 Uhr und wir bereiten uns auf unseren Trade jetzt vor. Die Big Number ist platziert. MTX haben wir aktuell nichts Neues auf 5 Minuten. Kinjun Sen haben wir auch kein Setup aktuell. Also warten wir jetzt auf die Markteröffnung. 6, 5, 4, 3, 2 und los geht's. 9 Uhr. Die Vola Box unten, 15:28 zu 15:13. So, Blue Box ist draußen. Und somit war das auch der Eröffnungstrade Nummer 3003. Und ich verabschiede mich hier zu dem Eröffnungstrade bei den YouTubern und wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter.